Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity in unserer neuen Montur. Auf dem Weg zur nächsten Hauptmission, wo ich mal kurz gucken muss, wo die ist. Boah, ich sehe nur lauter rote Kisten auf der Map. Da hinten haben wir sie. Da ist auch eine Kiste, ich weiß aber gar nicht, ob ich die öffnen kann. Ist das die, die am nächsten ist? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, Hauptsache in der Nähe. Den Rest laufen wir dann dahin. Und dann gucken wir mal, was wir da machen müssen. Nachdem er hier mal fertig geladen hat. Ja. Sehr gut, dann müssen wir hier irgendwo runterspringen. Und flitzen dann mal noch weiter nach unten. So. Ja, einfach mal springen. So, der Dieb. Ja, okay, komm. Du läufst jetzt gerade... Ja, alles klar, dann lauf uns halt nicht im Weg. Auch in Ordnung. Da vorne ist auf jeden Fall unser Wegpunkt. Das höchste Wesen. Schwierigkeit 5 Rauten, Vollschwierigkeit. Robs PS, letzte Verbindung zur Gemme. Diskreditiert ihn und macht ihn angreifbar, um so den Großmeister aus seinem Versteck zu locken. Robespierre steckt mit dem Templer unter einer Decke. Das haben wir in den Folgen gelernt, wo ich leider die Audioaufnahme versaut habe. So viel noch wenigstens zu dem Hintergrund. Und deshalb spielt jetzt auch eine Rolle. Und wir werden den mal ein bisschen aufmischen gehen. In seinem schönen Schloss hier. Das Rot von der Schärpe ist richtig geil irgendwie. Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ein Tribut an die Tugend der Nation und die ihr zu erweisende Bürgerpflicht. Warum klingt das so vertraut? Wenn es um die Templerdoktrin geht, ist sie sehr frei interpretiert. Du so, Elise, dann folgen wir dir mal. An ihn herankommen. Ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren Moment. Du denkst noch wie ein Assassine. Diesmal habe ich einen Plan. Oh. Und boah, wie lautet der? Was sind das denn für Wachen? Ja, ich hoffe, mit denen geraten wir nicht in Konflikt. Sonst könnte es lustig werden. Erstmal durch die ganze Menschenmenge hier kämpfen. Ich würde auch gerne schneller durchgehen, aber wir müssen sowieso dies folgen, von daher. Geht es wohl nicht schneller? So. Ziehen wir da auch durch und gucken mal, wie es hier hinten aussieht. Schöne Statue hier noch. Da ist noch ein Schild. Das nehme ich mal eben mit. Und dann verfolgen wir dies weiter auf den Platz hinterm Haus. Mit Feuerwerk, ja. Hallo, da werden wir doch direkt mal ordentlich begrüßt. Was nun? Robespierre ist unangreifbar. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht näher als 10 Schritte an ihn ran. Genau wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen. Kommst du? Triff mich danach. Ich habe eigene Dinge zu erledigen. Natürlich. Machen wir es halt mal wieder alleine. Ohne Elise. Maximilien François Isidore de Robespierre. So. Alarmglocken sabotieren.
und Robespierres Zelt untersuchen. Ich flitze mal eben ein bisschen rum, denn hier ist noch kein Sperrgebiet, aber hier schon. Da ist auch die Alarmglocke. Oh, das... Da komme ich doch wieder nie im Leben hin. Ich war natürlich auch voll wieder nicht einkaufen, das war auch wieder richtig dumm. Ah! Rückzug. Oh, die sehen mich direkt. Erstmal in den Heustapel. Dein ist auch ein Heustapel. Ich habe auch keine Besäcker. Ich habe gar nichts mehr. Ich sollte mir echt erstmal einen Laden suchen. Ganz im Ernst, sonst wird das hier nichts. Das Problem ist, der Laden ist auch im Sperrgebiet. Also nehme ich den da und schleiche mich dann von hinten an. So sieht mein Plan aus. Also Abgang. Einmal rumlaufen. So. Und dann kletter ich über die Mauer wieder hinein. Weil ich glaube, ohne Heiltränke und ohne Berserkerklingen und so ein Zeug wird es relativ schwer, da irgendwie reinzukommen. So, revolutionär. Da hast du deine Revolution. Oh, da stehen wieder so ein paar Clowns. Aber ich hoffe, die interessieren sich nicht für mich. Ja, bonjour. Alles auffüllen. Einmal alles bitte. Und jetzt sind wir ein bisschen besser ausgerüstet. Und gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Die ziehen erstmal direkt ihre Schwerter. Ich wollte doch nur hier rein. Freunde, bleibt mal ganz geschmeidig. So, da ist die Alarmglocke. Die hätte ich schon gerne deaktiviert. Ja, kommst du jetzt gucken bei mir? Das wäre nicht schlecht. Boah, was? Wo? Ja, genau, von außen. 98.000 hier im Weg. Kann ich gleich wieder einkaufen gehen, oder was? Ja, und da kommt schon die Glocke. Das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Da ist es auch schon zu spät. Konnte ich mich nicht mal mehr heilen. Da kam es aus allen Löchern. Der Plan war nicht ganz gut. Ich habe halt nur verpennt, dass hinter mir auf dem Platz auch welche waren. Frage ist es, ja doch, ich glaube, ich habe alles aufgefüllt. Also gucken wir mal, wie wir da am besten jetzt vorgehen. Ist da oben eigentlich ein Schütze drauf? Oder ist das nur ein anderer Vogel? Ah, die Sonne blendet so. Ich sehe es nicht wirklich. Und von hier komme ich, glaube ich, an die Glocke auch nicht ran. Ich sollte echt vor allem von der anderen Seite besser gehen. Die beiden kann ich doch eigentlich... Ah, jetzt sieht da wieder einer da draußen, ne? Ja, das war natürlich sehr exzellent, dass ich den nicht mal mit Doppelattentat weggemacht habe. Und ich, wie ich den einfach nicht kontern kann. Ja, und jetzt kommen da die nächsten. Ach, kommt, Leute. Ganz im Ernst. Ich kann mich hier leider nirgendwo verstecken. Ja, komm, erschieß mich. Erstmal halb Minute warten, bis er schießt. Ich muss da irgendwie sneaky reinkommen. So auf jeden Fall nicht. Das war mega scheiße, dass ich den einen erledigt habe und den anderen nicht. Ich dachte, der macht ein Doppelattentat. Aber so. War die Voraussetzung natürlich schon ein bisschen bescheiden. Aber von der Seite ist echt voll hier, glaube ich. Nee, ich muss da rum. Und das mache ich auch. Mir scheißegal, ob das jetzt ein bisschen länger dauert, wenn ich da außen rumlaufe.
Das erscheint mir der bessere Weg zu sein. Hier nochmal her. Und von hier sollte ich da auf jeden Fall besser rankommen, als wenn ich von der anderen Seite laufe. Okay, da vorne stehen natürlich auch noch zwei. Aber ich kann hier auch nicht wegmachen. Oder? Ich glaube, er schickt der Typ jetzt hier gar nicht mehr. Und doch, da vorne läuft er. Kommt hinter mir einer? Nee, oder? Meint ich. Okay. Ob ich die abstechen kann, die beiden hier? Du bist jetzt schon wieder kein Doppelattentat gemacht. Aber. Ich glaube, die anderen juckt das nicht, ob ich die hier absteche. Also haben wir die schon mal beseitigt. Das heißt, ich könnte jetzt den Typ ja nicht abschnetzeln, wenn der kommt, oder? Das müsste klappen. Frage ist halt, ja, mit der Klinge kriegst du mit einem Schuss niemals tot. Ich glaube auch nicht mit Kopfschuss. Das kann ich mir abschminken. Ah, ich glaube, soll ich warten, bis er da am Zelt steht. Oder jetzt, wenn er da hingeht, schön hinterher huschen und den wegmachen. Da haben wir schon mal einen weg. Und jetzt, ob ich jetzt zur Glocke, da vorne die beiden, die stören mich noch extrem. Da läuft noch einer rum. Wo läuft der denn bitte hin? Ich hänge hier fest, auch gut. Und ich sollte mich ziemlich zügig verpieseln. Ja, nix da. Ich geh jetzt einfach aufs Dach, ihr klettert sowieso nicht. Könnt mich mal. So, meine Freunde, dann sucht mich mal. Wenn ihr kommt, könnte ich euch auch gerne erschießen. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich muss das jetzt Schritt für Schritt machen. So, die juckt das schon gar nicht mehr. Gleich bin ich wieder unentdeckt und dann gehe ich dahin zurück. Und näher mich der Glocke weiter an. Komm. Mach meine Erkenntnisse weg. Jawohl. Haben wir. So, die Maschine zurück. Maschine jetzt außenrum. Da wäre natürlich Opti-Mopti. Dann könnte ich da einfach mal hier runter. Und die Glocke flashen sabotieren, während die noch auf dem langen Weg zurück sind. Jetzt stehen da zu viert oder was? Ja, hammergeil, Leute. Das ist natürlich mega klug von euch. Oh, jetzt rennt da genau der Typ da rum. Jetzt schnell hier rein, huschen. Mal sehen. Belastende Beweise. Belastende Beweise. Erstmal das Buch gelesen, haben wir schon ein paar Zettel gefunden. Merlin, Tallien, Bourdon. Allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Ja, das sollte doch funktionieren. Sehr gut, haben wir direkt die passenden Schriftstücke gefunden. Und dann können wir uns auch schon wieder verziehen. Am besten ungesehen. Also wieder schnell hinten raushuschen, auch wenn da gerade ein paar blaue vorbeilaufen. Aber die gucken gerade in eine andere Richtung.
Und dann müssen wir mit Elise sprechen. Ich gehe mal über außen rum, bevor ich hier wieder durchrenne und die mich alle wieder erwischen. Die sollte wohl vorne da stehen, irgendwo auf dem Platz. So, einmal hier drüber. Dann noch über den Zaun. Und da vorne sehe ich es schon mit ihren roten Haaren. So, dann quatscht man eine Runde. Eine Namensliste mit etwa 50 Abgeordneten des Nationalkonvents. Alle in Robespierres Handschrift und alles seine Gegner. Ich nehme an, es würde diese Herren sehr interessieren, dass sie auf der Liste stehen. Doch zuerst. Zuerst was? Monsieur Robespierre hat private Erfrischungen. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Lenkt die Wachen ab. Klar. Also sicher, machen wir. Da draußen will Experte. Ich bin der super Wachen Totschläger. Oh. Da kommt einer. Weg mit dir, mein Freund. Den ersten haben wir. Gift des Atheismus. Können Sie der Welt nicht verschaffen. Wo kommt der nächste? Ja, von vorne, genau. Ja, genau. Ich stehe noch nur 98, ne? Ja, das wusste ich doch schon wieder. Ganz im Ernst. Das überlebe ich niemals. Weil jetzt wieder alle anfangen zu schießen. Ja. Lächerlich, ganz genau, da sagst du. Da sagt der NPC schon selber das richtige Wort. Das ist scheiße, aber wenn ich den zu weit laufen lasse, dann sieht doch Elise, oder nicht? Ah, ich kann, Alter, ich kann auch nicht da mit 50 Leuten da, das ist doch richtig behindert. Aber das macht nichts, dann versuchen wir einfach nochmal den hinten, da ist ja kein Problem. Aber der da vorne, wenn der da kommt... Elise darf nicht entdeckt werden, ja. Ist das ein optionales Ziel oder ist das ein Hauptziel? Erstmal wieder unseren alten Freund hier. Oh, jetzt machen wir den mal mit einem Kill hier. So. Den haben wir. Jetzt kommt davon der nächste Vogel. Ja, genau, das sieht mich oder was. Ja, komm, wir gucken. Komm. Fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Du gehörst mir. Okay, einer macht nix. Das Problem ist, dann kommen schon wieder zwei neue Vögel. Und ich werde mit dem hier nicht fertig, weil ich dem nicht auskontern kann. Jetzt aber, komm. Mademoiselle, ich muss euch bitten. Ja, jetzt kommst du wieder aus allen Ecken. Ist das eine Scheiße. Nur weil ich den nicht tot bekomme. Oh, schnell sind die auch noch. Ja. Hat gut geklappt. Erstmal alle hinter mir her, genau. Ja, komm, dann töte mich doch. Ja, sehr gut. Der von vorne kommt, den krieg ich nicht weg. Zumindest nicht ungesehen. Ich krieg ja nicht mal den einen weg, wenn der ankommt, ey. Sehr schwierige Mission, ja. Ich habe aber keine Kohle mehr, neue Sachen zu kaufen. Können Sie der Welt nicht mehr schaffen? So.
Den haben wir. Ja, genau. Den haben wir ausgekontert, aber geht er trotzdem weg. Na, komm. Komm. Ja. Genau, treff mich. Ja, genau, hör auf zu kämpfen oder was? Ja, ich bin eine halbe Minute mit dem hier beschäftigt alleine. Das kann doch nicht sein, dass ich hier nicht auskontern kann, Mann. Jetzt kontert ihn nochmal aus. So. Ja, jetzt entdeckt ihr da natürlich Elise da vorne und jetzt redet ihr nicht mehr mit mir. Hier kommen die nächsten beiden Clowns, die machen wir mal direkt weg. Ach, ja, komm. Jetzt kommen sie natürlich wieder alle. Wie soll ich die denn bitte ausschalten? Ohne, dass die mich alle sehen. Ja. Und desynchronisiert. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ob ich die mit der Berserkerklinge einfach unschädlich machen soll, damit die ein bisschen Ablenkung haben. Ich muss auf jeden Fall den einen muss ich direkt hier wegmachen. Das hat aber beim ersten Mal auch geklappt. Das ist scheiße, wenn ich mich mit dem so lange aufhalte, dann wird das nichts. Deshalb mache ich einfach mal hier Plan Y. So, rein mit dir. Läuft jetzt hier vorbei. Nah genug. Ne, tut er nicht, aber so geht es auch. Den haben wir schon mal. Was machen wir jetzt mit dem, der da vorne kommt? Und was machen wir dann mit den beiden, die von da kommen? Fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie hat überlebt, oder was? Ja. Okay. Dann hier rein. Wenn die vorbeigehen, dann mache ich die von hinten weg. So sieht der Plan aus. So, Doppelattentat weg. Jetzt aber, komm. Kommt noch einer? Sehr gut, ich glaube, das hat geklappt. Gebiet verlassen, machen wir dann auch noch unauffällig. Und damit haben wir es auch schon erledigt. Und wir müssen wieder mit unserer guten Elise quatschen. So, hüpfen wir hier rüber, mein Freund. Ne, ich kann gerade nicht. Nein, versuche ich nicht. Jetzt red doch mit der. Jetzt kann ich nicht mit der reden, weil ich hier wieder nicht inkognito bin. Kurz warten. So. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen. Anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß Jamar Bescheid. Überlass das nur mir. Hey, wenn ich dir einen schönen Laternenfall suche, wird dich daran aufknöpfen. Dann gehen wir die mal dem Typ da. Beziehungsweise, ich glaube, der darf uns einfach gar nicht sehen. Aber hier sind einfach mal 98 schon andere. Ja, mega unauffällig, wenn wir da reingehen. Ja, ich gehe ja schon. Ich wollte doch gerade gehen, meine Freunde. Ist doch alles gut. Ich sehe nichts. Busch. Boah, diese Kameraführung ist auch Wahnsinn. Okay, solange die anderen nicht einschreiten, ist alles gut. Die Freunde hier sollten wir durchaus tot bekommen. So.
haben wir das auch geschafft. Dann fehlen noch zwei Briefe. So, ich hoffe, wir müssen nicht ins Sperrgebiet rein. Nee, das ist dahinter. Aber da stehen auch noch so ein paar Vögel. Ja, ist doch ein Sperrgebiet. Hammergeil. Was machen wir denn da am besten mal? Die glotzen schon so doof. Ich habe keine Berserkerklingen. Warum habe ich keine Berserkerklingen? Das ist doch schon wieder scheiße. Macht aber nichts. Das macht gar nichts. Ach, jetzt kommt der da nicht hoch oder was, weil da ein kleiner Abgrund ist. So, ich werde den jetzt hier von hinten ausschalten. Und dem das hier zustecken. Um mich verpieseln. Okay. Das heißt, noch ein Brief, den wir übergeben müssen. Oh, ich laufe einfach mal mit dem Sperrgebiet. Eiskalt. So, hier laufen ein paar rum. Aber wir machen das einfach mal ganz schnell. Okay. Okay. Hat geklappt. Gucken wir uns den Besoffenen da oben an. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Auf Speer geht jetzt wirklich zu weit. Da trug der Fuchs im Hühnerhaus. Die armen Hennen. Und nun? Wir warten. Das dauert nicht lange. Wenn Robespierre die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Germain nicht mehr von Nutzen. Und wenn Germain ihn fallen lässt... Ist er verwundbar. Gehen wir. Und damit haben wir Sequenz 12 Änderung 1 abgeschlossen. Teilweise ein bisschen tricky, aber... Nach ein paar Versuchen dann doch geschafft. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut an der Stelle. Und gucken, was weiter passiert, ob wir jetzt erst Robespierre nochmal ausschalten müssen. In Form von Ermorden. Oder ob Germain sich schon blicken lässt. Und wir uns an den heften können. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und haut rein.